بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wir haben in der letzten im letzten Majlis in der letzten Sitzung einige Gründe, warum die Aqida so eine Stellung hat, eine wichtige Stellung und warum man mit ihr beginnen sollte. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an ein paar dieser Gründe. Ebenfalls haben wir erläutert, was die Aqida sprachlich und fachlich bedeutet. Eine Ursache, die wir nicht erwähnt haben, die eigentlich hätte als allererstes genannt werden sollen, warum die Aqida so wichtig ist. Wir haben gesagt, weil die Aqida unter anderem ja der Unterbau für sämtliche religiöse Verlangen ist. Al-Matalib al-Diniyya. Al-Matalib al-Diniyya. Ibn Taymiyyah erwähnte, dass die Rusul, die Propheten, oder sagen wir es mal so, die Botschaften im Allgemeinen, für drei Dinge gekommen sind. Drei Dinge sollen sie den Menschen lehren. Al-Ilahiyat, Al-Nubuwat, Al-Ma'ad. Das sind so die drei Dinge, die den Bereich der, ich nenne es mal, den metaphysischen Bereich darstellen. Der metaphysische Bereich, also alles, was über die Sinne hinausgeht, der Raib. Und übrigens auch die Philosophie handelt darum. Die Philosophie, also der Thema der Philosophie sind auch unter anderem diese drei Dinge. Al-Ilahiyat. Mit den Al-Ilahiyat ist gemeint alles, was um das Wesen Gottes handelt. Al-Ilahiyat thematisiert das Wesen Gottes. Ist er urewig? Seine Eigenschaften? Wie ist er? Darf er überhaupt Eigenschaften haben? Und so weiter. Al-Nubuwat handelt um die Propheten. Wie muss ein Prophet sein? Wie darf er nicht sein? Welche Eigenschaften und Qualitäten muss er erfüllen? Und der dritte Bereich sind die Al-Ma'ad. Alles, was über das Nachleben handelt. Das sind so die Bereiche der Aqida. Die Philosophie hat auch unter anderem diese Bereiche als Thema. Natürlich ist aber die Vorgehensweise bei der Analytik etwas anders. Aus diesen Themenbereichen entnehmen wir einen weiteren Grund, warum die Aqida so wichtig ist. Die Aqida beinhaltet nämlich oder beantwortet, soll eigentlich die natürlichsten Fragen des Menschen beantworten. Die allernatürlichsten Fragen, die jeder Mensch in jeder Kultur, aus jeder Nation und jedem religiösen Hintergrund eigentlich haben sollte. Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist die Ursache meiner Existenz? Was für ein Ziel verfolge ich in diesem Leben? Was sind meine Aufgaben in diesem Leben? Wie ist meine Verbindung zu dem Urheber dieser Kreation? Der Mensch muss ja eine gewisse Beziehung zu dem Schöpfer haben. Mindestens eine, und zwar, dass er Geschöpf des Schöpfers ist. Das sind so Fragen, die Religion beantwortet. Deswegen ist die Religion sehr wichtig. Diese Fragen kann keine Wissenschaft beantworten. Sie ist nämlich nicht Thema der Wissenschaft. Sie überschreitet den Themenbereich der Wissenschaft. Ich habe mal ein paar Aussagen hier von westlichen Wissenschaftlern, die das eingestehen. Es gibt einen, der heißt Peter Medawar, Nobelpreisträger, der sagt Folgendes. Er sagt, dass die Naturwissenschaften Grenzen haben, wird dann deutlich, dass sie nicht imstande sind, Grundfragen des Menschen oder des menschlichen Lebens zu beantworten, die mit den ersten und letzten Dingen des Lebens zu tun haben, Anfang und Ende. Bis dahin reicht die Wissenschaft nicht. Fragen wie hat alles angefangen? Wozu sind wir alle hier? Wozu sind wir alle hier? Welchen Sinn hat das Leben? Das sind Fragen, die den Anfang und das Ende betreffen. Aber es gibt noch andere Bereiche, die die Wissenschaft nicht beantworten kann. Kann die Wissenschaft dir erklären, was moralisch ist? Kann sie dir ethische Werte wissenschaftlich und objektiv darstellen, was gut und schlecht ist?
Kann die Wissenschaft mir beweisen, warum Lügen schlecht ist? Warum Stehlen schlecht ist, wenn es für mich gut ist? Warum ich nicht frei mit jedem verkehren kann, wie ich möchte? Warum unehelicher Verkehr schlecht ist oder gut ist? Ethische und moralische Werte sind auch nicht Bestand oder Themenbereich der Wissenschaft. Wie sagte Einstein, er sagte, jeder Versuch, Ethik auf wissenschaftliche Formeln zu reduzieren, muss scheitern. Ein anderer, Richard Feynman, er sagte, er ist ebenfalls Nobelpreisträger in der Physik, er sagte, die moralischen Normen, die Akhlaq und die Sulukiyat und so weiter, liegen offenbar außerhalb des Geltungsbereichs der Wissenschaft. Deswegen ist die Aqida oder der Iman wichtig. Er beantwortet nämlich diese grundlegenden Fragen des Menschen. Wir gehen weiter zu einer neuen Einführung. Wir sind noch bei der Einführung. Wir wollen einige allgemeine Prinzipien der Aqida nennen, die man kennen sollte, die den meisten von euch wahrscheinlich auch bewusst sind, aber wir erwähnen sie dennoch einmal. Allgemeine Regeln und Prinzipien des Imans oder der Aqida, die man sich vor Augen führen sollte. Nummer 1, die Aqida gehört zu den sogenannten Al-Ilmiyat und Al-Ghaybiyat. Was ist hiermit gemeint? Al-Ilmiyat, Al-Ghaybiyat. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Und die Worte deines Herrn sind in Vollkommenheit gekommen, hinsichtlich zwei Dingen, sagt er. صِدْقًا, im Wahrheitsgehalt, الصدق ist die Ehrlichkeit. Und das zweite, العدل, عدلًا, Gerechtigkeit. Wahrheit, das ist in den Mitteilungen. Wahrheitsgehalt in den Mitteilungen, die keine Befehle und keine Verbote darstellen. Oder? Die Gelehrten der Logik und auch in der arabischen Grammatik ist es mit eingeflossen und auch in der Rhetorik. Die unterteilen eine Aussage oder Worte, die ich von mir ausgebe, in zwei Kategorien. Einmal pure Aussagen, Aussagesätze. Bei Aussagesätzen kann ich sagen, Fulan hat gelogen oder er hat die Wahrheit gesagt. Richtig? Dann gibt es aber die sogenannten Talabiyat, das sind Aufforderungen und Gleiches. Oder Fragen. Wenn ich frage, ist Zaid gekommen, kannst du mir sagen, du lügst? Wenn ich dir sage, steh auf, kannst du sagen, du hast die Wahrheit gesprochen oder gelogen? Geht nicht, ne? Und genauso bei der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat nichts mit Mitteilungen zu tun, sondern mit Befehlen und Verboten, Aufforderungen zu tun und zu lassen. Das heißt, der Din oder die Scharia lässt sich in diese zwei Hauptkategorien unterteilen. Mitteilungen und die Aufforderung. Die Ehrlichkeit ist in den Mitteilungen. Die Gerechtigkeit in den Aufforderungen. Und daher kommt auch diese typische Einteilung, Aqida und Fiqh. Der Adl bezieht sich auf den Fiqh. Ehrlichkeit bezieht sich auf die Aqida. Verständlich? Tayyib. Die Aqida gehört also zu den sogenannten Al-Ilmiyat. Sie hat eher mit den Nachrichten zu tun. Wie empfängst du diese Nachrichten? Entweder man lehnt sie ab oder man akzeptiert sie. Richtig? Das heißt, die Nachrichten, also die Beziehung, die Nachrichten Allah Ta'alas im Verhältnis zum Diener werden auf zweierlei Wege empfangen. Entweder durch die Bestätigung im Sinne, dass er an ihren Wahrheitsgehalt glaubt, oder er leugnet sie ab. Die Awamir und Nawahi, die Aufforderungen, werden entweder umgesetzt oder missachtet. Versteht ihr?
Daher muss man unterscheiden, das sind zwei verschiedene Dinge. Grundsätzlich hat die Aqidah nämlich mit dem Herzen zu tun. Grundsätzlich hat die Aqidah mit Annahmen und Überzeugungen zu tun, ist der Ursprung der Aqidah im Herzen. Natürlich widerspiegelt sie sich dann im Verhalten, im Tun und Lassen des Menschen, aber Ausgangspunkt der Aqidah ist das Herz des Menschen. Dass sie Raibiyah sind, bedeutet, es handelt sich hier um metaphysische Dinge, die yani, den Sinnen des Menschen, die über die Sinne des Menschen gehen. Sie gehen über die Sinne des Menschen. Das sind Realitäten, die nicht mit den bloßen Sinneswahrnehmungen zu erfassen sind. Deswegen nennt man das Raib. Al-Raib heißt verborgen. Allah Ta'ala sagt, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Dann beschreibt er diese Muttaqin. Wer sind die Muttaqun? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Das ist ein Buch, in dem es keinen Raib gibt. Wisst ihr, was Raib heißt? Nicht Raib, Raib mit Ra. Zweifel. Es gibt noch ein anderes Wort für Zweifel im Arabischen. Shak. Shak, oder? Wo ist der Unterschied zwischen Raib und Shak? Allah Ta'ala sagt nicht, das ist ein Buch, in dem es kein Shak gibt. Zweifel. Er sagt, das ist ein Buch, in dem es kein Raib gibt. Wir übersetzen das auch als Shak, aber es gibt einen Unterschied. Raib sind Zweifel, die dich verwirren, die Unruhe fördern in dir. Das nennt man Raib. Und Allah Ta'ala verneint das in diesem Buch. Das heißt, wer dieses Buch versteht, wer es in sich einsaugt, wer Gewissheit darüber hat, der wird diese Zweifel, die mit Unruhe begleitet werden, nicht erleben und nicht fühlen. Dann sagt Allah Ta'ala, La rayba fi, es ist eine Rechtleitung für die Muttaqun. Es ist eine Rechtleitung für die Muttaqun. Wer sind die Muttaqun? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Die an das Ghaib glauben. Dieser Vers kann übrigens zwei Bedeutungen haben. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Das kann einmal bedeuten, die an das Verborgene glauben. Also die an das glauben, auch an das glauben, was sie nicht mit ihren Sinnen wahrnehmen können. Was darüber hinausgeht. Aber das muss nicht heißen, man darf zwei Dinge nicht miteinander verwechseln. Etwas mit den Sinnen nicht wahrnehmen zu können, bedeutet nicht, dass es irrational sein muss, wie manche denken. Es kann trotzdem rational sein. 2 plus 2, kannst du das mit den Sinnen wahrnehmen oder ist es etwas rein Geistliches? Die andere Bedeutung von Yu'minuna bil Raib kann heißen, die selbst im Zustand des Raib Iman haben. Ja, selbst wenn sie isoliert sind von den Menschen, wenn sie alleine sind, wenn sie von niemandem gesehen werden, selbst dann Mu'minun sind. Versteht ihr? Versteht ihr den Unterschied zwischen den zwei Bedeutungen? Und das kann dann zwei Bedeutungen nochmal haben. Mu'minun im Sinne des vollkommenen Imans oder Mu'minun im Sinne des Minimums des Imans. Eine der interessanten Texte aus dem Buch Allah Ta'alas ist die Aussage Ya ayyuhal ladhina amanu aminu. O ihr, die Iman habt, habt Iman. Interessant, oder? Ya ayyuhal ladhina amanu aminu. O ihr, die Iman habt, habt Iman. Tayyib. Es gibt noch einen ähnlichen Vers, in dem Allah Ta'ala sagt, äh,
يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله Wo ihr die Iman habt, habt Iman an Allah und seinen Gesandten. Das ist eine Aufforderung, den Iman zu vervollständigen, ihn zu vervollkommnen. Oder den Iman tatsächlich auszuleben. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über diejenigen, die über die Muslime lästern. Er sagte, ja, ma'ashar, man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi. O ihr, die nur mit den Zungen glauben, nicht mit den Herzen, das sagt er zu denen, die die Aurat der Muslime verfolgen. Die nach ihren Fehlerquellen und so weiter suchen, um sie bloßzustellen. Oder sie über sie lästern. Er sagte, o ihr, die mit eurer Zunge glaubt, nicht mit euren Herzen, lästert nicht über die Muslime. La taghtabul muslimin. Das ist also eine Sache. Der Iman, ein Leitregel in den Dingen der Aqida. Die Aqida besteht zu einem großen Teil aus den verborgenen Dingen. Nicht alles in der Aqida gehört zum Raib, aber ein Großteil davon. Ja, es wurden nämlich Dinge in die Aqida hinzugefügt, die nicht unbedingt zum Raib gehören. Manche der Ahlul Ilm erwähnen zum Beispiel den Al-Amr bil-Ma'ruf wa al-Nahi an al-Munkar in den Thematiken der Aqida. Oder der Umgang mit den, wie man beispielsweise mit den Dingen umgeht, mit den Konflikten unter den Sahaba. Wie sollte deine Einstellung diesbezüglich sein? Das wird in der Aqida erwähnt. Manche erwähnen sogar den Al-Mashu bil-Khuffain in der Aqida. Al-Masih bil-Khuffain, das Benetzen der Socken. Tahawi zum Beispiel erwähnt das. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass Al-Tahawi im Jahr 311 oder 12 gestorben ist, richtig? Erinnert ihr euch oder nicht? Er ist aber im Jahr 321 gestorben. 321. Also 11 Jahre nach dem Mufassir Ibn Jarir al-Tabari. Al-Tahawi hat eines der größten Bücher, die er geschrieben hat, und eines der wichtigsten Bücher in einem Themenbereich, das nennt sich Mukhtalif al-Hadith, yani offensichtlich widersprüchlicher Hadith, offensichtlich dem Schein nach, also für den Unerfahrenen. Mukhtalif al-Hadith, Mushkil al-Hadith hat er geschrieben, Mushkil al-Athar, ein Buch, in dem er halt diese Thematik, diesen Bereich des Hadith thematisiert hat und versucht hat, die Texte halt zusammenzubringen. Das ist ein Bereich, eine Wissenschaft für sich selbst, Mukhtalif al-Hadith. Al-Shafi'i hat darüber geschrieben, Ibn Qutayba, Deynuri hat darüber geschrieben. Ibn Khuzaymah pflegte zu sagen, er sagte, wer etwas davon hat, yani wer irgendwas hat, was dem Schein nach widerspricht oder miteinander yani in Kontroverse steht, der soll es mir bringen, ich füge es ihm zusammen. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass er alles, was er zusammengefügt hat, auch richtig sein muss. Es gibt einige Stellen, die die Ulama kritisiert haben, wo sie nicht einverstanden waren. Die andere Sache ist, die Quelle dieses Raib, die Quelle, wenn wir sagen, das ist der Glaube an das Verborgene, was ist die Quelle dieses Imans? Aus welcher Quelle schöpfen wir die Inhalte? Wir haben im letzten Dars, wenn ihr euch erinnert, gesagt, es gibt drei Wege, über etwas Annahmen anzunehmen oder über etwas gewisse Informationen in Erfahrung zu bringen, was du nicht sehen kannst. Ich hatte gesagt, es gibt drei Wege. Der erste Weg ist, dass du es selbst siehst. Du siehst etwas. Also es geht aber im Reib nicht. Es ist ja verborgen. Der zweite Weg ist, dass du etwas Ähnliches siehst. Dass du in der Lage bist, yani,
auf einen Analogieschluss einzugehen. Ich gebe Ihnen ein primitives Beispiel. Nehmen wir mal an, es gibt eine Spezies, eine dir unbekannte Menschenspezies, ja. Ist ein Mensch, aber eine andere Art. Und du weißt, dass sie existiert und du weißt, dass sie ein Mensch ist, aber sie ist ein bisschen anders. Du bist dann in der Lage, einfach aus diesem Fakt her, dass es ein Mensch ist, einige Eigenschaften des Menschen, der dir bekannt ist, auf diese unbekannte Spezies zu übertragen, oder nicht? Muss nicht überall stimmen, aber in einigen Punkten kann es doch zutreffen. Das nennt man dann als Qiyas. Und die dritte, das ist aber auch nicht möglich, weil die Al-Raybiyat sind uns nicht bekannt. Wir haben nichts derartiges gesehen, den Raib nicht gesehen und auch nichts Ähnliches gesehen. Dann bleibt die dritte und letzte Variante oder der letzte Weg, und zwar Khabaru al-Sadiq. Khabar al-Sadiq. Mitteilung und Benachrichtigung eines vertrauenswürdigen, ehrlichen Botschafter. Und das sind die Rusul in diesem Fall. Die dritte Sache ist, die Thematiken der Aqida, Sachverhalte der Aqida sind Gewissheiten. Sie müssen Gewissheiten sein. Und darin unterscheidet sich die Aqida ganz akut vom Fiqh. Hier ist ein ganz großer Unterschied zwischen der Aqida und dem Fiqh. Der Fiqh ist nämlich nicht Gewissheit. Der Fiqh, die Thematiken des Fiqh sind keine Gewissheiten. Was heißt das? Sie sind keine Gewissheiten. Das bedeutet, der Mujtahid spricht seine Rechtsurteile aus. Er nimmt mit einer gewissen Vermutung an, dass es so sein muss. Er schließt aber nicht aus, dass es anders sein kann. Versteht ihr? Oder versteht ihr nicht? Deswegen sagen die Fuqaha in der Definition des Fiqh, sie sagen, معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال معرفة mit dem Wort معرفة meinen Sie ظن يعني ظن جملة من الأحكام الشرعية die Annahme von einer großen Menge der schariatischen Urteile. Warum sagen Sie ظن und nicht Ilm, weil ein Großteil, sagen wir 80% der Masail des Fiqh keine hundertprozentigen, unumstürzlichen Fakten sind, sondern angenommene Vermutungen. Und deswegen gibt es ja den Khilaf, oder nicht? Und er wird legitimiert und geduldet. In der Aqida wird im Großteil kein Khilaf geduldet. Warum? Weil man davon ausgeht, dass die Dinge hier, das müssen Gewissheiten sein, in denen keine andere Sache geduldet wird. Im Fiqh aber schon. Und deswegen, diese Aussage habe ich, glaube ich, millionenmal erwähnt schon. Ich erwähne sie noch einmal. Die Aussage von Al-Shafi'i, rahimahullah, er pflegte zu sagen, er sagte, unsere Auffassung, zu der er gekommen ist, durch seinen Ijtihad, durch seine Forschung, aufgrund der Kompetenzen, die er hat, die es ihm ermöglichen, diese Forschungen zu betreiben. Er sagte, unsere Aussage ist richtig. Die Aussage der anderen ist falsch. Er sagte aber, es besteht die Möglichkeit, dass unsere Aussage falsch ist und die Aussage der anderen richtig. Al-Imam Malik pflegte zu sagen, wenn er über eine Sache gefragt worden ist, inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bi mustayqinin. Wir hegen nur Vermutungen,
Gewissheit haben wir nicht. Ja, ausgenommen hiervon sind zwei Dinge. Zwei Dinge. Und die sind aber gering. Die Dinge, über die es den sicheren Konsens gibt. Weil nicht jeder Konsens ist sicher. Und nicht jeder Konsens ist eine Hujja. Es gibt den sogenannten Al-Ijma al-Sukuti, den stillschweigenden Konsens. Der ist keine definitive Hujja. Und ein Großteil des Konsens, den die Fuqaha erwähnen, gehört hierzu. Also eine Sache, es gibt einen Konsens der Muslime darüber, einen definitiven Konsens, hier wird kein Ijtihad geduldet. Und Nummer zwei, es gibt definitive und explizite Texte in einer Mas'ala. Definitiv und explizit. Was heißt definitiv? Zu 100% verbürgt. Mit 100%iger Gewissheit können wir sagen, ohne jeglichen Zweifel, ohne einen Schimmer Zweifel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Zweitens, er ist nicht deutbar, der Text. Da ist keine Deutungsmöglichkeit da, sprachlich. Ja, das nennt man an-nass ghayr muhtamil. Wenn diese zwei Dinge gegeben sind, dann, selbst wenn es eine Fiqh-Thematik ist, da wird kein Khilaf geduldet. Deswegen gibt es ein Prinzip in dieser Wissenschaft, das sagt, la ijtihad fi mahall an-nass. Wenn es einen Nass gibt, das ist hiermit gemeint, was ich eben erklärt habe, dann gibt es kein Ijtihad, dann wird kein Ijtihad geduldet. طيب. Allah Ta'ala sagt, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Die Mu'minun sind nur jene, die den Iman an Allah und seinen Gesandten verwirklicht haben und daraufhin keinen Reib haben. Wieder das Wort Reib. Zweifel, Unsicherheit, Unruhe im Glauben. Allah Ta'ala sagt hier, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Was ist mit dem jüngsten Tag, mit dem Qadar, mit dem Malaika, den Büchern? Yani reicht es aus, nur an Allah und seinen Gesandten zu glauben? Ich denke, wenn man Allah und seinen Gesandten glaubt, beinhaltet das auch all die anderen Angelegenheiten automatisch. Sahih, das umfasst es. Schließt das mit ein. Und Allah Ta'ala kritisiert jene, die diesen Reib im Herzen haben, diese Unsicherheit. Er sagt, وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Und ihre Herzen zweifeln. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Die vierte Sache ist, dass die Aqida eine einzige Einheit darstellt. Eine Einheit, sie ist eine Einheit, sie akzeptiert keine Teilung. Hiermit sind die Usul der Aqida gemeint, also diese sechs Säulen des Iman. Es ist nicht möglich, dass jemand an eine dieser Säulen glaubt und eine verleugnet. Oder an zwei davon glaubt und den Rest verleugnet. An vier davon glaubt und zwei verleugnet. Das ist hiermit gemeint, dass die Aqida eine Einheit darstellt, die nicht zerteilt werden kann. Und diese Zerteilung, das Glauben an einen Teil davon und das Ablehnen eines anderen Teils, ist per Nas im Koran Kufr. Per Nas ist das Kufr. Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُولِ. Jene, die den Kufr begehen mit Allah und seinen Gesandten, وَرُسُولِ. Er hat hier zwei Elemente genannt. Aber der Vers deutet darauf hin, dass das sich nicht nur auf diese zwei Elemente bezieht. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِ. Und sie möchten zwischen Allah und seinen Gesandten trennen. Sie möchten sie voneinander trennen. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Und sie sagen, wir glauben an einen Teil davon und lehnen einen Teil davon ab. نَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Lehnen einen Teil davon ab. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Sie wollen dazwischen einen Weg gehen. Dann sagt Allah Ta'ala, er beschreibt sie, er sagt, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Dies sind die Wirklichen. Das sind die
tatsächlichen Ungläubigen. Und deswegen ist es nicht korrekt, dass man Leute, die nur an die Rububiyya Allahs glauben, die sogenannten Theisten nennt man die, ne? Oder? Es gibt die Atheisten und dann gibt es die Theisten. Theisten sind alle, ja, die an die Existenz Gottes glauben, unabhängig von der Religion, richtig? Ja, nee, ob sie an eine Religion glauben oder nicht, aber sie glauben an die Existenz eines Schöpfergottes, die nennt man Theisten. Diese Theisten, sie Mu'minun zu nennen, Gläubige, wenn man das übersetzt, wir reden vom arabischen fachlichen Begriff hier, Mu'minun, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Auch wenn du sie sprachlich so möglicherweise nennen könntest, sprachlich, rein sprachlich. Was ja auch im Koran gemacht wird, aber im Koran werden sie nicht einfach nur Mu'minun genannt. Ihnen wird zwar ein gewisser Iman zugeschrieben, aber gleich eine weitere Eigenschaft, die auf die Realität dieses Imans hinweist. In der Aussage Allah Ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten an ihnen verwirklichen oder leben den Iman an Allah nicht ohne den Schirk aus. Also sie haben einen Iman an Allah, er schreibt ihnen den Iman zu, aber klärt gleich auch auf, was für ein Iman das ist. Das ist der sprachliche Iman. Der Iman an die Rububiyya Allahs mit dem Schirk in der Uluhiyya. Aber einfach so diese Leute Mu'minun zu nennen, ist nicht unbedingt richtig. Auch wenn er nicht mit Mu'minun meint, dass sie Muslime sind. Weil es gibt einige Schreiber heute, die, yani besonders die Leute, die sich in diesem Bereich bewegen, Atheismus und Widerlegung des Atheismus unter den Arabern, manche von ihnen benutzen für alle Theisten das Wort Mu'minun. Er meint aber nicht damit, dass es Muslime sind. Er meint damit Mu'minun an die Rububiyya Allahs, aber das ist nicht richtig. Die nächste Sache, der nächste Punkt, der ebenfalls erwähnenswürdig ist, in dem entschlossenen Glauben, in der entschlossenen Aqida, reicht nicht einfach nur die Annahme aus. Die Annahmen alleine sind nicht ausreichend. Fakt ist sogar, dass eine Aqida, die nicht dazu führt, die nicht zu, yani, die keine Handlungen, keine Dynamik in Folge hat in deinem Leben, die keinen Einfluss auf dein Tun und Lassen hat, da kann man gar nicht von einer entschlossenen Aqida sprechen. Da muss es Lücken geben. Es muss da Lücken geben. Deswegen die Aussage, die manche heutzutage tätigen, wenn man etwas derartige Themen anspricht, besonders über das äußerliche Handeln. Ich meine mit äußerlichen Handeln nicht nur den, ja, das, was Leute darunter verstehen. Wir stehen unter äußerlichen Handel Bart und Jubba. Das ist natürlich, das meine ich nicht. Ich meine das äußerliche Ausleben der Religion mit deinem ganzen Körper. Alle möglichen Handlungen, die mit dem Körper, ja, bewerkstelligt werden. Wenn man das anspricht, sagen sie oft, ihr kennt, habt das bestimmt schon mal gehört, das Herz muss gut sein. Solange das Herz gut ist, ist alles gut. Diese Aussage ist aber fatal falsch. Und diese Aussage impliziert eigentlich einen ganz offensichtlichen, radikalen Widerspruch zur Aqida der Ahlus Sunnah. Das ist eine Sache der Aqida. Diese Aussage hat Auswirkungen auf die Aqida. Denn, und abgesehen davon, yani, mal die Aqida beiseite gelassen. Sie widerspricht auch den offensichtlichen Texten des Koran, des Sunnah, yani, die jeder einfache Mensch verstehen kann. Muss ja keine große Ausbildung dafür haben, um diese Texte zu verstehen. Im Hadith von Abu Huraira, der bei Muslim überliefert wird, darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. In manchen Riwayat heißt es, ila abdanikum. Er schaut euch nicht eure, er blickt nicht auf eure
Körper und auf euer Aussehen. In manchen Texten heißt es, auf euer Aussehen und euer Vermögen. Aber er blickt auf was? Wer von euch hat Riyadu Salihin gelesen? Ganz am Anfang, im ersten Kapitel kommt dieser Hadith vor dort. Das ist aber ein sehr, ich nenne es mal jetzt in der Umgangssprache, ein sehr brutaler Fehler gewesen. Jeder Mensch vergisst manchmal was oder verspricht sich, wenn er ein Hadith zitiert oder ihn aufschreibt. Selbst wenn er manchmal abschreibt, kann es passieren, dass er was auslässt, oder? Ist ganz normal, das kann passieren. Aber manchmal sind die Fehler dann halt, können Folgen haben, wenn die Leser nicht aufmerksam sind. In dem Buch Riyadus Salihin wird dieser Hadith tatsächlich zitiert, ohne das Wort Taten. Also Allah Ta'ala schaut nicht auf eure Körper und nicht auf euer Vermögen, aber auf eure Herzen. Und das Wort Tat weggelassen. Ich sag mal so, es erzwingt nicht die Aqida des Irja, diese Aussage, denn wenn das Herz gesund ist, wenn das Herz in Form ist, muss es Taten erzeugen. Aber manche könnten das als Anlass nehmen, das so zu verstehen. Das ist aber ein Fehler. Denn der Hadith bei Muslim, da ist tatsächlich, also wenn du zu Muslim zurückkehrst, das Buch Riyadus Salihin ist ja kein Asl. Das ist einfach nur Sammlung aus Hadithen, die bei Bukhari, Muslim sind, in Kutub, As-Sitta im Allgemeinen. Er zitiert sie einfach von dort. Das heißt, man muss die Hadithe dann vergleichen mit den Usul. Und wenn du das tust, wirst du sehen, dass bei Muslim tatsächlich das Wort A'mal vorkommt. Ich hatte euch in der Daura zu den 40 Hadith, hatte ich euch einen ähnlichen Fehler genannt, der passiert ist. Erinnert ihr euch? Bei dem Wort 40 Tage Nutfa. Das Wort Nutfa wurde nicht erwähnt in den Usul. Also wie gesagt, ein realistischer Iman, realistische Überzeugungen. Wenn ich von einer Sache felsenfest überzeugt bin, ich finde, das kann man auch logisch gar nicht nachvollziehen. Jemand ist felsenfest überzeugt von dem Iman an Allah, von der Akhira, von der Bestrafung, von der Pein im Grab, von der Belohnung in der Akhira, und das bewirkt bei ihm kein Handeln. Ist es möglich, yani? Wie kann er fest überzeugen? Yani, beispielsweise jemand weiß, er ist eingekerkert in einem Gefängnis und er weiß, morgen steht eine große Strafe vor. Eine gewaltige Strafe steht morgen vor. Und er weiß es, er ist 100% überzeugt. Wenn er nicht gelb anläuft in seinem Kerker, kann ich dann davon, er hat keine Angst, er ist ganz ruhig, er lebt so als ob das gar nicht passieren wird, kann ich als jemand, der das von außen betrachtet, kann ich davon ausgehen, dass er wirklich 100% überzeugt ist, dass morgen etwas Gewaltiges ansteht? Ich würde daran zweifeln. Ich würde denken, er hat es nicht mitbekommen. Jemand hat ihm das nicht gesagt, was morgen passieren wird mit ihm. Oder? Und so ist es auch mit dem Iman. Ja, es kann nicht sein, dass jemand voller Überzeugung ist, vollen Iman an Allah und seinen Gesandten und an die Mitteilung Allahs, und dann rührt sich bei ihm nichts, gar nichts. Wir reden nicht davon, dass die Menschen variieren, der eine tut mehr, der andere weniger, das ist klar. Und das hat auch seine Ursachen. Das hat auch mit dem Bewusstsein zu tun, mit der Überzeugungsintensivität. Aber da muss ein Minimum da sein. Es kann nicht sein, dass ein Mu'min komplett alles auslässt. Ja. Die siebte Sache, der siebte Punkt ist in den allgemeinen Prinzipien, die um die Aqida handeln. Wer eine der Usul des Iman bestreitet, also Fundamente des Imans,
oder eine Zweigangelegenheit, die unbedingt gewusst wird in der Religion, unbedingt gewusst wird in der Religion, der ist ein Kafir, ein Leugner. Ich erwähne aber immer, dass dieser Ausdruck Ma'lum min ad-din bid-darura, das muss verstanden werden, weil manche Leute verstehen das nicht. Gibt es, yani wenn du den Koran oder die Sunna liest, aus den Texten des Koran und der Sunna leiten wir ja Sachverhalte ab, ne? Daraus stellen wir gewisse Annahmen und so weiter. Gibt es da immer so eine Randglosse, da steht, das Ma'lum min ad-din bid-darura? Und da steht bei einer anderen Mas'ala, das ist nicht Ma'lum min ad-din bid-darura. Ist es so? Wenn die Ahlul Ilm zu einer Zeit geäußert haben, dass etwas Ma'lum min ad-din bid-darura ist, dann reden sie von dem Umstand ihrer Zeit. Sie reden von dem Umstand ihrer Zeit in ihrer Ortschaft. Das muss nicht immer gelten. Es kann sein, dass am Anfang, yani als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Masail des Qadr die Sahaba konfrontiert hat, waren die Masail des Qadr für sie das etwas, was man Ma'lum in ad-Din bid-Darura nennt, das man unbedingt yani notwendigerweise kennen muss. Jeder große und kleine, Gelehrte, Ungelehrte kennt es. La. Deswegen sind die Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und als er sagte, als er den Qadr erwähnte, als er sagte, die Schreibrohre sind aufgehoben und die Schrift getrocknet, ja, ist alles niedergeschrieben, wie die Aussage Allah Ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Was euch auch auf der Erde trifft oder in euch selbst, ja, in ein Unheil und Schicksal. Was ist damit? Es ist in einem Buch, bevor wir es geschaffen haben, ja, bevor die Taten stattgefunden haben. Dann sind die Propheten sallallahu alaihi gekommen, sie haben missverstanden den Qadar oder nicht verstanden. Sie sagen, ja Rasulullah, warum sollen wir dann noch was tun? Warum verlassen wir uns nicht einfach auf den Qadar? Und manche kamen zu ihm und sagten, ja Rasulullah, sind die Dinge yani, bereits beendet oder werden sie noch neu geregelt? Unuf. Haben sie damit etwas geleugnet, was Ma'lum min ad-Din bid-Darura war? Das heißt, das ist eine sehr relative Sache. Genauso wie bei den Thematiken des Ikrah und so. Die Darura, Ikrah, der Zwang, Darura, Not, das sind relative Sachen. Wir wissen in der Fitna von Imam Ahmed, als die in der Khilaf von den Abbasiyun, waren zwei oder drei Herrscher nacheinander, die Menschen heimgesucht haben wegen der Sache des Khalqul Quran. Die haben fast alle Ulama und Qudha und so weiter auf den Pranger gestellt und geprüft. Es gab natürlich mehrere Formen der Prüfung. Es gab Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und in der letzten Phase sagt Ibn Kathir in seinem Buch Al-Bidayah und Nihaya, und auch Al-Dhahabi übrigens, ne, wenn ihr wisst, ihr die größte Biografie, die Al-Dhahabi geschrieben hat in seinem Buch Siru A'lam al-Nubala, von wem sie ist? Von Ahmed. Die größte Biografie, die du in diesem Buch findest, ist die von Ahmed. Er sagt, in der letzten Phase, yani wo sie die Qudha geprüft haben, haben nur 4 standgehalten. Unter denen, die nicht standgehalten, aber ich meine mit nicht standgehalten, yani nicht unbedingt, dass sie sich versündigt haben oder so. Ich meine einfach, dass sie die Ruchsa, das Ikrah, genutzt haben. Unter ihnen war Yahya ibn Ma'in. Schon mal gehört von Yahya ibn Ma'in? Zeitgenosse des Imam Ahmed, auch ein Muhaddith. Imam Ahmed, nachdem er mitbekommen hat, dass Yahya ibn Ma'in sozusagen eingeknickt ist,
und zugestimmt hat, hat er aufgehört, über seinen Weg zu tradieren. Und als Yahya ibn Ma'in das mitbekommen hat, dass Ahmed ihm zürnt, er sagte dann, das zeigt, dass der Ikrah und Darur und so weiter sehr relative Sachen sind. Er sagte, ich bin nicht wie Ahmed. Er sagte, ein Peitschenhieb würde mich zugrunde richten. Ja? Die Menschen sind anders, jeder hat anderes, yani, jeder Mensch hat andere Energie, andere Kraft zu ertragen, sind unterschiedlich. Selbst in dem Empfinden, was deine Würde, yani, was deine Würde angreift und so weiter, sind die Menschen anders. Ihr wisst, die Hanabila sagen, dass das Salat al-Jama'a verpflichtend ist, richtig? Die Hanabila sind der Auffassung, dass das Salat al-Jama'a verpflichtend ist. Sie sagen, das Salat al-Jama'a, nicht das Salat in der Masjid. Der Mazhab sagt, das Gemeinschaftsgebet ist verpflichtend, nicht, dass es unbedingt der Masjid sein muss. Wisst ihr, was für Entschuldigungsgründe sie erwähnen? Yani, sie sagen, wenn der Alim hat ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft und entsprechend hat er auch ein gewisses Auftreten. Zumindest yani, gab es in gewissen Phasen des Islams, dass die Ulama ein bestimmten Kleidungsstil hatten. Ja? Bestimmte Farbe, bestimmte Form der Mütze. Ihr kennt das vielleicht heute aus Ägypten. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Azhariyun, welche Kleidung sie immer tragen? Immer die gleiche. Fast alle Azhariyun tragen. Das ist so ein Merkmal für sie. Wir sind Azhariyun. Oder in Tunesien, die aus der Zaytuna, die Zaytuna-Universität abschließen, die haben auch diese türkischen Mützen. Ihr kennt die vielleicht, diese großen, roten Dinge. Das heißt, das ist irgendwie ihr Statussymbol. Sie erwähnen, einer der Entschuldigungsgründe, wann ein Alim nicht zum Salat al-Jama'a gehen muss, wenn er seine Imama nicht findet. Wenn er seine Imama nicht findet. Das war eine Entschuldigung. Aber das wäre nicht für jedermann eine Entschuldigung. Weil ein angesehener Mann, ein anderes Beispiel für den Ikrah bei Scheidung oder so. Jemand wird genötigt, seine Frau zu scheiden. Ein Mann, der einen gewissen gesellschaftlichen Rang hat, ja, angesehen ist, einen Status hat, dass man ihn beispielsweise durch die Gassen ziehen würde und ihm mit Kohle das Gesicht schwärzen würde und rasieren und durch die Gassen ziehen, das könnte für ihn Ikrah sein. Aber jemand, der das sowieso alltäglich durchmacht, mit dem das sowieso jeden Tag gemacht wird, ist es für ihn Ikrah? Weil er ist daran gewöhnt. Das ist in diesem Fall kein Ikrah. Das heißt, diese Sachen sind sehr relativ. Es gibt viele relative Sachen. Und wenn man die yani, einheitlich behandelt und yani, einfrieren lässt und auf jede einzelne Person anwenden möchte und zu jeder Zeit und zu jedem Ort, dann ist es auf jeden Fall ein Fehler. Hiermit haben wir 7 Meilensteine sozusagen der Aqida erwähnt. Und im nächsten Dars wollen wir nochmal darüber sprechen, was für eine Auswirkung hat die Aqida auf das Individuum? Wie beeinflusst sie ihn? Wie beeinflusst sie sein Denken, sein Tun, seinen seelischen und geistigen Zustand? Und dann fangen wir mit den Usul der Aqida an, mit dem Iman an Allah Ta'ala. Und entsprechende Reihenfolge machen wir dann die 6 Säulen des Imans. Für heute sind wir hier fertig. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.